Das Wetter ist beim Karpfenangeln natürlich ein unheimlich wichtiger Faktor. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Und mit der Lufttemperatur verändert sich eben auch die Wassertemperatur. Logischerweise ist Wasser träger. Wind ist beim Angeln immer so ein Faktor, der ist nie verkehrt. Da muss man sich so ein bisschen in die Biologie der Karpfen auch hineinlesen und auch sich so ein bisschen in den Fisch vielleicht versuchen hineinzufühlen. Klingt schon fast ein bisschen esoterisch. Bei Fischen ist es völlig anders. Fische sind wechselwarme Tiere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Gewässer, da funktioniert es bei Vollmond überhaupt nicht gut. Das wissen die Karpfen nicht. Karpfen, muss man immer sich vor Augen führen, sind eben Friedfische, also im weitesten Sinne auch Fluchttiere. Wind kommt ein bisschen anders, Regen kommt auf einmal, Temperatur geht runter und dann gar nicht ganz andere Bedingungen auf einmal am Morgen haben, in meinem Gewässer, wie ich es vielleicht auch gestern Abend hatte.